Wie ein kleines Dorf hunderte von Menschen zum Feiern motivieren kann, das zeigte am Wochenende die Dorfgemeinschaft Bissel. Sie hatte das Dorfjubiläum zum 200-jährigen Bestehen auf die Beine gestellt. Sei es der Kommersabend, der Malwettbewerb, die Kinderdisco oder als Höhepunkt der große Festumzug am Sonntag. Es war viel los im kleinen Dorf. 106 Gruppen, darunter allein 13 Fuß- und Radfahrergruppen, hatten sich am Sonntag auf dem Stoppelfeld nahe des Festplatzes bei der Genossenschaft Bissel versammelt, um sich zusammen auf eine 5,7 Kilometer lange Strecke durch den Ort Bissel zu begeben. Vereine, Firmen, Clubs und Straßengemeinschaften aus der ganzen Gemeinde Großenkneten sowie aus Nachbargemeinden hatten Festwagen oder Fahrräder liebevoll geschmückt und sich größtenteils dazu auch originell verkleidet.